großer Moment. Denn in späteren Jahren werden Sie einmal danach beurteilt werden, was Sie heute wagen zu werden. Deutschlands eiserne Jugend! Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wiedersehen werde. Wir haben das Glück, in einer großen Zeit zu leben. Geh still und zuhör, Leinemann! Der Kaiser braucht Soldaten, keine Kinder. Aber täuschen Sie sich nicht. In den dunkelsten Stunden wird es dort draußen auch vorkommen, dass Sie vor einem Angriff Zweifel hegen. Aber dies ist keine Zeit für die Schwächen des Geistes. Jedes Schwanken, jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Denn der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel. Es geht niemals um den Einzelnen. Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Ich habe soeben die deutsche Delegation zur Verhandlung eines Waffenstillstands in den Zug nach Compiègne gesetzt. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Diese Menschen, Brixdorf, verkaufen unser Vaterland. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. 72 Stunden. Mein Befehl lautet Krieg. Monsieur le Maréchal, in Gottes Namen lassen Sie nicht 72 Stunden vergehen. Da draußen sterben Menschen. Und solange sich das nicht ändert, kämpfe ich hier um jeden Meter. Soldaten, marsch! Marsch, Soldaten! Aus! Sehen Sie vor allem ländlich, wir fahren bald nach Hause, Soldat! Hoffe den Stillstand. Bin in 6 Stunden im Kopf. In der 5. Stunde, am 11. Tag des 11. Monats. Et bien, fini. Alles in Ordnung? Ja, möchte noch nicht loslegen. Entschuldigung, die gehört schon wem? Ja, war ihr wohl zu klein für den Kerl, ne? Da kommt ihr mal wieder vor. Hier, Matjot. Danke.